Gentlemen, ich habe schon etliche Videos zum Thema Männeranzüge gedreht und umso mehr Videos ich zu diesem Thema gedreht habe, umso mehr Fragen kamen von euch da draußen. Und die am häufigsten gestellten Fragen, die werde ich euch heute in diesem Video zum Thema Männeranzüge beantworten. Erstens, welche Arten von Anzügen gibt es eigentlich? All in all gibt es 4 verschiedene Anzugsstile und die gehe ich jetzt einfach mal Step by Step durch. Wir haben erstens den Freizeitanzug, der natürlich für Freizeitveranstaltungen, legere Hochzeiten oder auch Geburtstage geeignet ist. Dann haben wir zweitens den Businessanzug und wie der Name schon sagt, logischerweise ideal geeignet für geschäftliche Meetings, den Büroalltag oder für formelle Geschäftsanlässe. Dann haben wir drittens den Smoking, der ist jetzt schon etwas eleganter, auch förmlich und wird überwiegend zu Hochzeiten, Bällen oder Cocktailpartys getragen. Und dann haben wir viertens der Wrack. Der Wrack ist natürlich jetzt sehr, sehr elegant und sehr förmlich, wird überwiegend bei Opernveranstaltungen, Galaveranstaltungen oder Ballettvorstellungen getragen. Was ihr euch einfach grundsätzlich merken solltet, ist, dass ihr euch einfach nach dem Dresscode anzieht, der in der Einladung für die Veranstaltung gewünscht ist, dann macht ihr am Ende des Tages nichts falsch. Zweitens, welche Farbe sollte ein Anzug haben? Das hängt natürlich ganz stark vom Träger des Anzuges ab und von Typen, aber man könnte sich zum Beispiel an die Augenfarbe orientieren, wenn ihr zum Beispiel dunkelblaue Augen hast, passt zum Beispiel ein dunkelblauer Anzug sehr gut. Aber unabhängig davon, wie deine Augenfarbe ist, es kann natürlich auch sein, dass dir der Anzug in der Augenfarbe, die du hast, nicht gefällt, kannst du grundsätzlich immer auf dunkelblau setzen, denn mit dunkelblau machst du auch in diesem Fall überhaupt nichts falsch und der ist wirklich super flexibel einsetzbar. Drittens, wie viele Anzüge braucht man eigentlich im Kleiderschrank? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht der alltägliche Anzugträger bist und gerade nicht Anwalt oder Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann und nicht tagtäglich einen Anzug trägst und vor dem Hintergrund würde ich dir vorschlagen, mindestens 3 Anzüge im Kleiderschrank zu haben. Denn so hast du halt diverse Kombinationsmöglichkeiten, hast vielleicht auch unterschiedliche Farben und bist dementsprechend so für jede Art von Veranstaltung gewappnet. Und denk dran, man muss ja auch nicht immer den kompletten Anzug tragen, sondern man kann zum Beispiel auch nur das Jackett mal tragen oder nur mal die Hose tragen. Dementsprechend ist 3 die perfekte Anzahl. Viertens, welche Revers-Formen gibt es eigentlich bei Männeranzügen? Es gibt 2 unterschiedliche Revers-Formen. Das ist einmal das Peak-Lapel und einmal das Notch-Lapel. Das Peak-Lapel ist das aufsteigende Revers, was eher für Business oder für schickere Anlässe geeignet ist. Und das Notch Lapel ist das fallende Revers, wirkt einfach ein bisschen entspannter, ein bisschen sportlicher, passt also zum Beispiel besser zu Freizeitveranstaltungen. Side Note an dieser Stelle, es gab mal Reversformen, die sehr dünn waren, die sind mittlerweile aber eher wieder aus der Mode gekommen. Achtet einfach darauf, dass ihr vom Revers einfach ein relativ breiteres Revers habt, das wirkt am Ende des Tages einfach ein bisschen maskuliner. Krawatte oder Schleife, was trage ich denn am besten zu einem Anzug? Erstmal eine gute Nachricht, grundsätzlich kannst du beides zu einem Anzug tragen. Ich persönlich bevorzuge halt eher Krawatten. Die sind halt eher bossy und passen halt auch eher zu den Outfits, die ich trage. Denn bei Schleifen verhält es sich halt so, dass man Schleifen meistens eher zu besonderen Anlässen trägt, zu formellen Anlässen und da nicht jeder Tag ein formeller, förmlicher Anlass ist, bin ich derjenige, der eher auf eine Krawatte zurückgreift. Und was natürlich ein absoluter Vorteil ist bei Krawatten, die Krawatten sind wesentlich einfacher zu binden. Denn Schleifen, ja, wenn man sie bindet, ist halt schwieriger. Aber wenn ihr auf eine Schleife zurückgreift, Leute, nehmt nicht so eine geklebte Schleife, die schon fertig geformt ist, wäre wirklich eine vernünftige Schleife, die ihr selbst bindet, denn das ist wesentlich eleganter. Next one. Welche Accessoires dürfen bei einem Anzug nicht fehlen? Also ich gehe jetzt von den Accessoires aus, die wirklich zwingend erforderlich sind, denn ohne diese Accessoires sieht der Anzug einfach ein bisschen leer aus. Das ist zum einen das Einstecktuch, was hier oben in der Brusttasche steckt. Und Leute, ganz ehrlich, die Brusttasche an einem Jackett bzw. an einem Sakko, ja, ist ja nicht umsonst da. Da sollte schon das Einstecktuch rein, damit der Anzuglook einfach vollständig aussieht. Und zweitens natürlich eine Krawatte. Die Krawatte kannst du abstimmen, passend zum Einstecktuch, ist aber kein Muss. Aber wenn man dann den Look sieht, vollständig mit Krawatte und Einstecktuch, dann sieht dieser Anzuglook all in all vernünftig und abgerundet aus. Welches Hemd und welche Krawatte passen denn zu einem Anzug? Ich splitte das hier an dieser Stelle auch nochmal auf nach den verschiedenen Anzugsstilen. Starten wir mit dem Freizeitanzug. Hier bist du relativ frei in der Auswahl. Nichts muss, alles kann. Das Hemd kann bunt sein, kann auch gemustert sein. Du kannst eine Krawatte tragen, muss es aber nicht. Zweitens, der Businessanzug. Beim Businessanzug würde ich dir entweder ein weißes Hemd oder ein hellblaues Hemd empfehlen und von der Krawatte her eine dezente, einfarbige Krawatte und die kann tendenziell auch noch gestreift sein. Drittens, der Smoking. Zum Smoking solltest du ein Smokinghemd anziehen und eine Schleife, die auch passend zum Revers ist. Wenn du zum Beispiel ein seidiges, schwarzes Revers hast, solltest du an dieser Stelle auch eine seidige, schwarze Schleife tragen. Und viertens, der Wrack. Zum Wrack trägst du dementsprechend ein Wrackhemd mit Kläppchenkragen und einer verdeckten Knopfleiste und dazu eine weiße Schleife. By the way, Leute, wenn wir schon beim Thema Anzüge sind, dann möchte ich den
Magic Button den Styling Hack Number One natürlich nicht unerwähnt lassen. Der Magic Button ist ein von beiden Seiten klebender Silikonknopf und der hilft euch zum Beispiel dabei, dass eure Krawatte immer an Ort und Stelle sitzt, damit das Einstecktuch auch immer passend sitzt, oder ihr könnt den Magic Button auch als versteckten Knopf benutzen. Denn keiner von uns hat Lust, auf einer Hochzeit auf dem Bild drauf zu sein, wo die Krawatte schief ist oder das Einstecktuch irgendwie runtergerutscht ist. Von daher solltet ihr den Magic Button immer in eurer Innentasche eures Anzuges verstaut haben. Weitere Informationen zum Magic Button findet ihr, by the way, wie immer unten in der Box. Achtens, wie pflegt man eigentlich so einen schönen Anzug? Als allererstes mal, wenn du deinen Anzug schön glatt haben möchtest, bitte nicht bügeln, sondern greife hier auf den Steamer zurück, denn der Steamer ist einfach nicht so aggressiv wie ein Bügeleisen und liegt auch nicht direkt auf dem Stoff auf, denn die Stoffe bei einem Anzug sind tatsächlich relativ empfindlich. Zweitens, lüften. Wenn du einen Anzug getragen hast, zum Beispiel nach einer Veranstaltung, häng ihn einfach direkt auf, damit die Stoffe einfach etwas atmen können. Drittens, Fleckenentfernung. Sobald du merkst, dass du irgendwie gekleckert hast, ja, oder irgendwo ein Fleck auf deinem Anzug ist, nimm direkt irgendwie einen feuchten Lappen und versuch den Fleck so schnell es geht aus dem Anzug herauszuarbeiten, damit er sich nicht in den Stoff einarbeitet. Und last one, Reinigung. Versuche den Anzug niemals selber zu reinigen, sondern bring ihn immer in die Reinigung und das auch so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Ja? Also wirklich nur dann den Anzug in die Reinigung bringen, wenn es wirklich unbedingt sein muss. Welche Schuhe kann ich am besten zu einem Anzug tragen? Das splitte ich jetzt hier wieder auf und zwar nach den Anzugstilen. Starten wir wie immer mit den Freizeitanzügen. Bei Freizeitanzügen kannst du zum Beispiel Monks tragen, Loafer tragen, aber auch Sneaker tragen. Hier geht tatsächlich vieles. Zweitens, Businessanzüge, Oxford-Schuhe, Derby-Schuhe oder auch Monks zum Beispiel in dunkelbraun oder schwarz. Zum Smoking passen am besten schwarze Lacklederschuhe oder sehr elegante Loafer. Und zum Wrack, da passen tatsächlich am besten nur schwarze Lacklederschuhe. Last but not least, was trägt man eigentlich unter dem Anzug im Winter, wenn es kalt ist? Meine ganz klare Empfehlung ist, wie ich es hier trage, mit einem Rollkragenanzug. Super classy, super komfortabel. Wenn du nicht so der Rollkragentyp bist, kannst du zum Beispiel auch einfach einen Feinstrick Rundhalspullover drunter tragen. Meine Empfehlung ganz klar hier auf den Stoff achten. Entweder Merino-Wolle oder Kaschmir-Wolle. Einfach etwas Feineres, was dementsprechend auch passend zum Anzug ist. Leute, ich bin mir sicher, dass ihr bei diesem Video etwas dazulernen konntet zum Thema Anzüge. Falls ihr weitere Fragen habt zu diesem Thema, ja, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ich werde dann spätestens mal im Monat vorbeischauen und gucken, was ihr da so geschrieben habt und gegebenenfalls dann noch ein weiteres Q&A zum Thema Männeranzüge für euch machen. Bis dahin, Gentlemen, macht's gut.